So, da sind wir mal wieder zu World of Warcraft, meinem kleinen Nebenprojekt zu The Void. Und wir haben das letzte Mal unseren schuppigen Freund besiegt und einen Raptoren wieder zurückgebracht zu seinem Stall. Der ist ausgebüxt und wir konnten schön auf ihm zurückreiten, à la Rodeo. Und wir müssen jetzt diese Quest abgeben. Und hier ist wieder so ein süßer Raptor. Oh, voll süß! Also, wie gesagt, das Stadtgebiet der Trolle gefällt mir echt am besten. So, dann geben wir die Quest ab. Redet mit mir. Das tue ich doch. Wir holen unseren schönen Gürtel. Man sieht sich. Ja. Den rüsten wir auch gleich aus. So. Ach, ich sollte vielleicht auch mal unseren Stab ausrüsten. Den wir schon seit der ersten Folge haben. Steht stramm, Männer. So, nächste Quest. Wie geht's denn so, Mann? Mir geht's gut. Sprecht mit Jorn Nun, um euch einen Ritt zur Bucht der Gallschuppen zu sichern und sucht dort nach Moraki. 20 Kupfer und 90 Erfahrung. Mögen die Geister mit euch sein. Aber bevor wir das machen, gehen wir zu unserer Lehrerin und holen unsere neue Fähigkeit. Wo ist sie denn? Ich hab mich verlaufen. Da hinten trainieren sie, dann werden sie auch da. Ah, hier. Hier zeigt das Buch an, wo unsere Lehrerin ist. Aha, da scheint wieder jemand in der Grube gewesen zu sein. Hallo. Ich möchte ausgebildet werden. Mondfeuer. Bleibt sauber. Hier, neue schöne Fähigkeit. Verursacht über eine zweite Distanz sofort Arkanschaden, sowie im Verlauf von 12 Sekunden zusätzlichen Arkanschaden. Am nützlichsten, wenn man sich bewegt oder ein Feind in Nahkampfreichweite ist. Und das kommt ja doch recht häufig vor. So, jetzt müssen wir wieder zu diesen Stellen. Oder zu diesem Einstall. Und wir brauchen jetzt einen Ritt. Hoffentlich kriegt man nicht wieder so einen kleinen Raptor, weil das sieht ein bisschen komisch aus. Mit so einem riesen Troll. Und so einem kleinen Raptor. Ich verlaufe mich ein bisschen, weil so oft spiele ich World of Warcraft nicht. Ist das hier? Nein, ist es nicht. Ach, da oben. Ach, wie gesagt, also ich verlaufe mich echt sehr gern bei World of Warcraft. Vor allem, wenn man zwischen Reihen was macht. So. Das war Jorun. Hallo, Mann. Ja, habt ihr einen Raptor, der mich dorthin bringen kann? Natürlich hat er das. Nicht so schlecht, mit euch. Lass mir noch welche übrig, Mann. Nein, da hat's doch noch genug. Und der Raptor hat wenigstens eine schöne Sprungkraft. Auf jeden Fall eine richtige Größe für mich. Das gefällt mir auf jeden Fall schon besser. Moment, ich hätte vielleicht noch die komischen Kriecher abschlachten sollen. Juhu, yay. Yeah. Naja. Das können wir ja noch machen. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Aber jetzt sprechen wir erstmal mit Moraki. Redet mit mir. Die Linien durchbrechen. Gut gemacht. Ja. Später. So, jetzt wieder zwei Quests. Keine Gnade mehr. Töte 12 Gallschuppennager. Und wir bekommen... Ah, eine neue Hose. Wunderbar. Man sieht sich. Und wie was bei der nächsten... So, ha, hab dich eingeholt. Lass uns hier drin besser zusammenbleiben, okay? Ah, der nervt ein bisschen. So, territorialer Fetisch. Ui, Fetisch? Platziere 8 territorial Fetische auf Gallschuppenflacken.
Haltet euch vom Voodoo fern. Können wir auch machen. So, kommst du jetzt? Du musst schon helfen. Also wenn du schon sagst, du hilfst, dann hilf du auch bitte. So. Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. Wie weit denn noch? Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. Hä? Was war das jetzt? Ich habe mich jetzt keinen Millimeter bewegt. Komisch. Keine Gegner. Ist ja langweilig. Und auch keine Musik. Noch langweiliger. Hier war wohl jemand schneller als wir. Ja, das kann mal passieren. Früher war das noch viel, viel schlimmer. Da hatte man manchmal richtig Pech, wenn man in einem Stadtgebiet war, dass überhaupt keine Mobs mehr da waren, weil alles schon getötet wurde von anderen Anfängern. Gerade wenn Blizzard neue Rassen veröffentlicht, die Stadtgebiete sind natürlich dementsprechend voll belegt. Das ist zu weit entfernt. Das ich ist... bin außer Reichweite. Was laberst du denn da? Ich muss näher ran. Das steht direkt vor dir. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. Komisch, komisch, komisch. Aber ich hatte wenigstens wieder ein paar Nager. Geh und lutsch an einem Dreizack. So, und wir haben auch unsere neue Fähigkeit gesehen. Unser schönes Mondfeuer. Also diese Muscheln kann man öffnen, aber meistens ist da nicht wirklich was Gutes drin. Nämlich Muschelfleisch. Das kann man später zum Kochen benutzen. Aber im Moment brauchen wir das ja nicht unbedingt. Mein Gott, bis du anfängst, bin ich schon fertig, Mann. Gott. Immer diese Deserteure. Amateure, nicht Deserteure. Ja, du kannst anfangen zu zaubern. Hallo. Jetzt gibt's aber hier Party. Ja, er heilt mich. Das ist hingegen sehr, sehr praktisch. Schön wieder looten. Looten. Der hat nichts dabei. Na, hier ist wieder Party. Aber erstmal... Ich muss ja wieder alles alleine machen. Keine vergessen. Sonst ärgere ich mich nur umso mehr. So, und jetzt können wir uns auf die Nager konzentrieren. Ich zeig dir, was ein Dunkelsperr ist. Also, du bist eher eine Schande für die Dunkelsperre. So. Da unten hat's noch ein paar. Wir brauchen noch genau 3 Stück. Na, du bist auch nicht gerade der Schönling der Trolle. Also der nervt eher, als dass er hilft. Eine weibliche Nase. Und weg. So, und ich denke, wenn wir die Quest jetzt abgeben,
bekomme ich ein neues Level. So, jetzt muss ich... Das war klar. Ja, heil mich. Yay. So kann man leveln. So gefällt mir das. Wenn man seinen Heiler, seinen privaten Heiler gleich dabei hat, auch wenn der ziemlich nervig ist. Da lobe ich mir dann lieber die Spieler-Heiler. Die halten wenigstens ihre Klappe, außer man ist im TS. Na. Was willst denn du wieder? Du hast doch eh keine Chance. Dich mache ich sogar mit meinem Stöckchen platt. Also irgendwer kämpft da hinten. Und ich laufe wieder gegen eine Wand. Typisch. Typisch, typisch. So, was sagst du dazu? Ich habe alles erledigt. So, wir bekommen unsere Hosen. Man sieht. Und wie gesagt, den Level Up. Was ihr wollt. Wunderbar. Das ist unser nächstes Ziel. Aha. Sprecht mit Wolchin in der Bucht der Gallschuppen und helft ihm, Zaritschira, die Seehexe zu töten. Das machen wir doch natürlich. Und wir kriegen Schuhe und einen Beutel. Haltet euch vom Voodoo fern. So, und... So, wo ist Wolchin? Wolchin? Hier kein Wolchin. Weil da zeigt es jetzt zwar den toten Kopf ab an von dem Boss. Ah, da ist auch Wolchin. Ah. Wolchin wird uns angezeigt als Boss. Das ist hilfreich. Das wollte ich nicht. Das war keine Absicht. Wie komme ich jetzt wieder hoch? Ich will wieder hoch. Och Mann. Wenn wir einmal nicht aufpassen. Du musst jetzt meinen Wut spüren, hier. So. Also, wie wir sehen, ist Wolchin nicht hier. Wie kommen wir jetzt wieder hoch? Wie kommen wir wieder hoch? Ach, ist das ärgerlich, ist das ärgerlich, ist das ärgerlich. Ich könnte mich selbst in den Hintern beißen. Das sieht aus, als ob man nach oben könnte. Aber irgendwie ist der Totenkopf von Wolchin weg. Ich glaube, den gibt's nur oben. Also auf dieser Höhle. Nicht in der Höhle, sondern auf. Okay, das könnte jetzt interessant werden. Okay, ihr seht mich sterben. Ja, das erste Mal gestorben. Aus eigener Dummheit. Ja, ja. Auch das gehört zu World of Warcraft, dass man aus Dummheit stirbt. Naja, jetzt kann ich aber einen auf Jesus machen und übers Wasser laufen. Auch wenn die Laufanimation richtig scheiße aussieht als Geist. Naja. Hey Mann, Jesus war ein Troll. Und diese schöne Musik im Hintergrund. Ah, herrlich. Ich finde übrigens interessant, dass jede Rasse so im Prinzip den gleichen, ich nenne es mal Himmel hat. Egal welche. Ach, hier ist auch Wolchin. Ich hätte mir den Tod sparen können. Egal welche Glaubensklasse, also Trolle sind ja mehr so Medizinmänner und ja.
Also auf jeden Fall alles andere als christlich oder sowas. Also das sind ja eher so die Menschen, die dem Licht verfallen sind. So. Ah ne. Und jetzt aber schnell raus und meinen Fehler wieder gut machen. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Naja. Jetzt habt ihr das auch mal gesehen. Mein Motto ist ja failvolle Let's Plays. Und dem habe ich wieder alle Ehre gemacht. Ja. Euch lasse ich da unten weiterspielen. Ich habe eine Audienz bei Wolken. Und epische Musik. Hallo Wolken, mein Kumpel. Wie geht's? Nein, dich, mit dir wollte ich gar nicht reden. Haltet euch vom Voodoo fern. Die Geister seien mit euch. Wie darf ich helfen? Nee, ich will dir helfen. Mit deiner schönen Maske. So, ich bin bereit, Wolchen. Ja, ihr seid total durch-equipped und ich mit meinen läppischen Level 4. Es war dumm von dir herzukommen, Meerhexe. Einmal bist du unserer Rache entgangen. Noch einmal kommst du uns nicht davon. Ihr seid schwach, Wolden. Genau wie euer Vater vor euch. Heute beende ich, was ich vor so langer Zeit begann. Die Dunkelspeere werden ausgelöscht. Das glaube ich nicht. Nehmt euch ihre Geister an. Wir kümmern uns um Sajira. Okay. Ich habe mich nämlich schon gewundert, weil die ist boss-like und ich habe bei der gar keinen Schaden gemacht. So. Noch ein Geist. Also die Geister sind eher langweilig. Also ich hätte es lieber gegen den Boss gekämpft. Aber dazu bin ich noch zu schwach. Wo ist der nächste Geist? Hier. Hallo. Und ich werde immer schön weitergeheilt, also mir kann hier eigentlich nichts passieren. So. Habt ihr den bald down? Nein, das dauert noch... Wow. Was? Sie entzieht ihre Macht aus dem Feuer. Schnell lösch es. Also ich fühle mich ein wenig unterfordert. Vor allem habe ich immer die Drecksarbeit hier mit dem Feuer austreten und ihr müsst mir einfach nur draufhauen. Dauert noch lang. Oh. Also in eurem Level und zu dritt hätte ich die schon längst besiegt. Was willst du, du hässliches Ding? Stirb endlich. Also mir fehlt ein bisschen die epische Musik im Hintergrund. Die wird es wenigstens ein bisschen interessanter machen. So, wie klappt denn auch? Naja, ihr habt es ja jetzt fast. Ich brauche wieder was zu tun. Ja. Monster zusammenquatschen macht auch nicht so viel Spaß wie man. Ich kümmere mich um die Feuer. Ja, dann mach das.
Nicht so schnell, kleiner Troll. Nein! 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 Es ist vollbracht. Unsere uralte Feindin ist vernichtet. Ich habe lange darauf gewartet, meinen Vater zu rächen. Eine große Last wurde von meinen Schultern genommen. Ich muss zur Dunkelspeerfeste zurück. Komm zu mir, sobald Vanira die Heilung des Jungen vollendet hat. Mach ich. Ich fürchte, es gibt nichts, was ich für unseren Bruder tun kann. Ihre Macht hat seine Seele fortgerissen. Nein. Ich werde Wachen seinen Körper holen lassen für einen richtigen Abschied. Ich wünschte, ich könnte mehr tun. Nein. Vol'jin ist voller Ungeduld davongestürzt. Doch ich kann uns in Sicherheit bringen. Sagt einfach Bescheid, Mann. Zuni, du hast zwar genervt wie sonst was, aber das musste nicht sein. Und alles wegen dir. Und ich wurde auch noch um meine Rache gebracht. Naja, gut. Dann gehen wir mal wieder zurück. Nur nicht so schüchtern. Seid vorsichtig. So, und bevor wir mit Vol'jin reden, unterbreche ich diese Folge. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und seid nicht ganz zu traurig wegen Zuni. Wie gesagt, er war ein ziemlicher Nervbolzen. Also, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.